Moin, meine Lieben. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt endlich mal wieder ein Matt-Magazin und der Reverend vor der Kamera. Das hat sich ja alles ein bisschen verzögert, weil ich wirklich verschiedene andere Projekte noch habe. Aber dafür habe ich euch heute wirklich drei wunderbare Sachen eingepackt. Ja, wir wollen auch gleich starten, damit das Ganze nicht zu sehr ausufert. Ich habe euch ein ganz, ganz besonderes Werk aus der von mir sehr geschätzten Edition 52 mitgebracht, und zwar von Lorenzo Mattotti, Spartaco. Und der ein oder andere wird vielleicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, Mann, der Reverend bringt jetzt wieder so etwas Verschwurbeltes, so etwas Merkwürdiges auf den Tisch. Und ich kann euch nur sagen, genau das ist das. Genau das ist das, da habt ihr vollkommen recht. Aber trotz allem ein ganz, ganz wunderbarer, bahnbrechender Titel. Weil dieses Teil ist von Lorenzo Mattotti Anfang der 80er Jahre entworfen, also geschrieben und gezeichnet und gemalt worden. Und ich kann nur so viel sagen, das Teil galt als eine Revolution in der Comic-Szene. Weil ihr müsst euch das wirklich vorstellen, Anfang der 80er Jahre haben wirklich alle Zeichner durch den Aufwind, den es für den Comic zu diesem Zeitpunkt gab, versucht, alle möglich strengen Panelgrenzen zu sprengen, möglichst außergewöhnlich zu zeichnen, möglichst kreativ zu arbeiten und so weiter und so fort. Und Lorenzo Mattotti geht mit diesem Werk Spartaco einen komplett anderen Weg, weil wir haben hier absolut strenge Panelgrenzen. Wir haben hier ein ganz, ganz klares Raster. Und ich kann nur so viel sagen, dieses Teil ist trotzdem eine Revolution. Aber eine Revolution der Farbe, wenn man so möchte. Und dieser Band gehört zu den Werken, die man auf einer anderen Ebene genießen kann. Und zwar auf einer unterschwelligen, emotionalen Ebene. Und ich kann nur so viel sagen, für dieses Werk muss man tatsächlich sehr, sehr gefestigt sein. Ich möchte aus diesem Band auch wirklich nicht allzu viel spoilern, weil das eine relativ kurze Geschichte ist, die wir hier vor uns haben. Es geht um einen gewissen Spartaco, Senior Spartaco wird er hier auch genannt, und dieser Gute leidet unter Träumen, unter Erinnerungen, die beispielsweise seine Kindheit und frühe Jugend betreffen. Und für den Spartaco ist das wirklich extremst schwer, damit umzugehen, weil man kann dieses Werk auf vielfältige Weise interpretieren, aber die reine Rahmenhandlung sieht folgendermaßen aus, dass der Spartaco im Zug sitzt, mit dem Zug unterwegs ist, ein Buch liest und darüber hinaus einnickt. So, und in seinen Träumen wird er von drei merkwürdigen Gestalten heimgesucht. Die sind alle sehr, sehr abstrakt gezeichnet, und diese drei Gestalten zeigen ihm im Endeffekt die Möglichkeiten, oder besser gesagt, die vergangenen Möglichkeiten seines Lebens auf. Und er stößt immer wieder an Bereiche, an Punkte, an denen er erkennt, was er im Leben verpasst hat, welche Wege er falsch eingeschlagen hat und was daraus resultiert ist. Und ich kann euch nur sagen, das ist wirklich eine ganz grandiose Sache und ist wirklich äußerst lesenswert. Nur ich muss ganz klar sagen, als Leser muss man wirklich eine recht gefestigte Persönlichkeit haben, weil wenn ein das selber in irgendeiner Art und Weise betrifft, dass man vielleicht rumläuft und sagt, boah, da bin ich falsch abgebogen im Leben, da bin ich falsch abgebogen im Leben und so weiter und so fort, dann kann dieses Werk tatsächlich gewisse Wunden aufreißen. Also das hat wirklich eine enorme Kraft. Also ich kann nur so viel
spoilern, dass wir ein recht befriedigendes Ende kriegen. In welcher Art und Weise befriedigend, werde ich nicht verraten, aber es ist ein Ende, was einen etwas versöhnt. Und ich kann nur sagen, das ist wirklich grandiose Kunst, das ist wirklich ein extremst tiefer Inhalt, der wirklich mannigfache Möglichkeiten bringt, das ganze Werk zu interpretieren. Und ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Das hier ist ein ganz, ganz großer Klassiker der Comicliteratur, ein absolut bahnbrechendes Werk, sowohl auf künstlerischer als auch auf schriftstellerischer Ebene. Das ist wirklich ein Meilenstein, vor allen Dingen, wenn man das vor dem Hintergrund der Zeit sieht, welchen Weg Matotti hier eingeschlagen hat, ist das wirklich grandiose Kunst. Das Ganze ist übrigens auch sehr, sehr, sehr schön gestaltet von der Edition Moderne. Das möchte ich noch dazu sagen. Und selbst wenn man das Ganze dreht, selbst beim Einband ist sich wirklich große, große Mühe gegeben worden. Und wir haben hier wirklich eine Softcover-Ausgabe, die allerdings aus sehr festen, sehr tollen, hochwertigen Künstlerpapier besteht. Und das ist wirklich grandios. Ich zeige euch jetzt einfach mal so ein bisschen aus dem Inhalt, damit ihr so ungefähr wisst, wohin die Reise geht. Also wir haben hier einmal ein grandios toll geschriebenes Vorwort von dem Marc Wollin. Und ich kann nur so viel sagen. Also ich würde jedem Leser, der sich diesen Band kauft, würde ich empfehlen, dieses kurze Vorwort zu lesen und mit aufzunehmen, weil hier werden wirklich ganz wichtige Fakten werden hier genannt, vielleicht auch so ein bisschen erzählt zum Umgang mit diesem Werk. Und ich finde, das ist wirklich eine äußerst wichtige Sache. Ansonsten erwartet uns hier drin die typische Kunst von Matotti, teilweise sehr, sehr abstrakt, sehr fantasievolle, merkwürdige Wesen, die direkt aus unserem Unterbewusstsein zu kommen scheinen. Also da, genau das, was wir in den späteren Werken von Matotti auch gewohnt sind. Und das Ganze wird hier immer mit gewissen Kapitelüberschriften eingeleitet. Also das ist immer nur hier dieser kleine Kasten. Wir starten hier mit erwartet und das ist schon ein Wort, was wirklich Bände spricht und genauso sind die anderen Kapitelüberschriften auch gestartet. So, und wir haben hier beispielsweise den Senior Spartaco, wie er im Zug sitzt und über seiner Lektüre einnickt und ja, er wird halt eben in seinen Träumen von diesen drei merkwürdigen Gestalten, die hier abgebildet sind, wird er heimgesucht in Anführungsstrichen. Und diese drei Gestalten zeigen ihm immer wieder die Möglichkeiten seines Lebens auf, was hätte sein können. Und dass der Senior Spartaco im Zug sitzt, ist natürlich auch nicht von ungefähr gewählt. Also das ist wirklich eine ganz, ganz tolle, herausragende Sache. Hier werden beispielsweise auch seine Schulzeit, seine erste Liebe, seine Beziehung zu den Eltern, sein Berufsleben werden hier thematisiert. Also das ist wirklich äußerst, äußerst vielfältig und einfach nur großartigst in Szene gesetzt. Also ich hätte auch nicht gewusst, wie man diesen Stoff hätte anders verarbeiten können. Also da hat Lorenzo Matotti wirklich ganz, ganz Großartiges geleistet. Und man muss als Leser immer so ein bisschen versuchen, das Ganze nachzuvollziehen, weil wir bewegen uns in diesem Band größtenteils in einer Art Traumlandschaft. Wie gesagt, wir haben hier diese drei merkwürdigen Wesenheiten, die den Senior Spartaco immer begleiten. Aber diese drei Wesen verändern zwischendurch auch ihre Gestalt. Wir haben hier unten beispielsweise so ein Beispiel. Da treten sie als diese drei Kutten tragenden merkwürdigen Frauen auf, beispielsweise, die ihn in seiner Kindheit begleiten oder in den Träumen seiner Kindheit beispielsweise. Und das ist wirklich grandios gemacht. Also wir starten hier mit dem Kapitel Erwartet und gehen dann zum Kapitel Verloren über. Und diese Kapitel sind tatsächlich immer sprechend und leiten die jeweilige
Stimmung des entsprechenden Bandes ein. Wir haben hier beispielsweise eine ganz, ganz dramatische Szene aus seiner Kindheit, wo er wirklich sehr, sehr gerne in den Zoo möchte und seine Eltern keine Zeit für ihn haben und er ist ganz alleine und verloren und die anderen Kinder rennen an ihm vorbei. Und dort trifft er auch wieder auf diese drei merkwürdigen Gestalten, die ja gewisse Gespräche mit ihm führen, die wirklich sehr prägend sind. Oder wir lernen ihn beispielsweise später in seinem Berufsleben kennen. Also er arbeitet in einer großen Fabrik und ist bei einem scheinbar übermächtigen Professor ist er eingestellt. Und ja, dieser Professor, der knechtet ihn. Und also das ist wirklich sehr bezeichnend für sein Berufsleben. Also er fühlt sich die ganze Zeit wie in einem Käfig eingesperrt und konträr zu dieser ganzen Sache laufen immer seine Gedanken, die hier sehr bunt, sehr farbig dargestellt sind. Hier beispielsweise dieser große Ozeandampfer oder auch der Zug an sich ist bezeichnend, dass er quasi immer auf der Flucht ist, auf der Suche nach etwas Schönem, Neuem, aber diese Suche wird quasi immer gecuttet. Immer kurz bevor er sein Ziel erreicht, bevor er seinen Fluchtpunkt erreicht, wird diese Szenerie komplett abgecuttet und er gleitet wieder zurück in sein ja graues, schlechtes Leben, was wirklich nichts Gutes für ihn scheinbar bereithält. Und ja, dann, man überlegt in diesem Band immer, inwieweit ist man Opfer der Umstände und inwieweit kann man sein eigenes Leben tatsächlich selber gestalten. Und das ist wirklich bahnbrechend gemacht. Und ihr seht das auch schon an dieser Panelkunst. Wir haben hier wirklich eine ganz, ganz stringente Panel-Einteilung, die sich durch den ganzen Band zieht. Wie gesagt, das Ganze, die Revolution dieses Werkes besteht wirklich nur in der Revolution der Farbe und der Form und der Thematik, die er hier eingesetzt hat. Und das ist wirklich das Bahnbrechende. Was ich besonders heftig finde, ist beispielsweise hier sein Arbeitgeber hier unten, dieser merkwürdige Professor, von dem geredet wird. Der wird quasi als Vampir, als Blutsauger dargestellt. Wir sehen das hier oben in den obersten Szenen. Der Arbeitgeber, der ihm quasi sein Blut, seine Lebensenergie aussaugt. Und auch da kann er scheinbar nichts dagegen machen. Und das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz heftige Sache. Diese drei Gestalten, die ich eben erwähnt habe, die sind scheinbar immer auf seiner Seite. Die zeigen ihm sogar Möglichkeiten auf, aus diesem merkwürdigen Arbeitsleben zu entfliehen mit einer bestimmten Sache. Und die wendet er auch an. Nur ob das Ganze so glücklich verläuft, das werde ich natürlich nicht spoilern, weil zwischen Tat und Umsetzung liegen natürlich immer noch Welten und das ist wirklich eine ganz heftige Sache. Ansonsten haben wir das nächste Kapitel, was hier in diesem Band Vergessenheit genannt wird. Das ist eins der heftigsten Kapitel, die wir hier drin haben, weil da wird das Thema der ersten wirklich großen Liebe thematisiert beispielsweise. Und ich würde gerne spoilern, ich würde euch gerne was dazu zeigen, aber es ist wirklich einfach großartig, was hier umgesetzt wird. Also ich kann euch nur empfehlen, kauft euch diesen Band, schaut euch das Ganze an, genießt das. Vielleicht muss man das auch zwei, drei, viermal lesen, um das komplett erfassen zu können, aber ich kann euch nur so viel sagen, es ist großartige, fantastische Kunst. So, und eins der letzten Kapitel, die wir hier haben, das ist Bitte einsteigen benannt, das ist dieses hier, das ist ein sehr gemeines Kapitel, so viel kann ich dazu sagen, weil hier wird der Leser und auch der Protagonist, der Senior Spartaco, in einer scheinbaren Sicherheit gewiegt, weil man denkt tatsächlich, so jetzt bekommt er seinen Zug, jetzt schafft er seinen Dreh, jetzt nimmt das Ganze eine Wendung. Aber die Wendung, die es nimmt, ist eine komplett andere und das ist eine Wendung, die wirft den Leser
und den titelgebenden Helden wirklich extremst aus der Bahn. Also wir haben hier noch mal einen richtigen Schlag in die Magengrube, wenn man so möchte. Und das Ganze gipfelt im letzten Kapitel, und das letzte Kapitel ist Rückkehr benannt. Und was dort passiert, wie gesagt, versöhnt einen teilweise mit dieser heftigen Story von Spartaco. Aber ich kann euch nur sagen, hier muss man wirklich eine recht gefestigte Persönlichkeit für haben. Hier muss man sich wirklich sehr mit sich selber auseinandergesetzt haben, vielleicht auch mit sich im Reinen sein. Ansonsten kann dieser Band wirklich gewisse Sachen aufreißen, gewisse Wunden aufreißen, und ich weiß nicht, ob das für jeden gut ist. Also vielleicht übertreibe ich da auch ein bisschen, aber ich möchte das zumindest euch Lesern mit auf den Weg geben, weil das ist wirklich ein grandioses Stück Comic-Kunst und Comic-Geschichte, was in keinem Regal fehlen sollte. Edition 52, Spartaco, ein herausragendes, wichtiges Werk. Ja, das nächste, was ich euch vorstellen möchte, ist ebenfalls ein ja grandioses Stück Kunst und Zeitgeschichte, wenn man so möchte. Und das ist ein Band, der ist schon vor einer ganzen Zeit, ich meine genau 2015, ist dieser Band im Splitter Verlag erschienen. Und mir ist dieses Stück Kunst, ich habe das jetzt für das Matt-Magazin extra nochmal gelesen. Das ist der Band Sequana aus dem Splitter Verlag. Ich finde, dieser Band ist irgendwie ein bisschen untergegangen. Ich habe den zumindest noch nicht großartig in irgendwelchen Besprechungen oder so gesehen, und das finde ich persönlich schade, weil das hier ist ein ganz, ganz herausragendes Stück Zeitgeschichte und Comicgeschichte, was man mit Comics machen kann. Und deshalb würde ich euch diesen älteren Band auch gerne noch einmal vorstellen, solange er noch am Markt verfügbar ist, weil, wie gesagt, das ist ein ganz wunderbarer Ausschnitt aus der Zeitgeschichte, weil es gibt so Comics, die haben eine komplette Story, die liest man von Anfang bis Ende. Und das hier ist eins dieser Werke, wo man mitten in das Geschehen hineingeworfen wird. Wir haben allerdings das Glück, dass das Ganze nicht auf irgendwelcher Fantasy oder so beruht, sondern tatsächlich unser Zeitgeschehen abbildet. Wir haben hier die Zeit zwischen 1909 und 1910 angesiedelt in Paris. Und es zeigt einen kleinen Ausschnitt über die große Flut von Paris, über die große Flut, die Paris einmal fast komplett zerstört hätte. Und von daher ist das wirklich ein großartiges Zeitdokument, weil man bekommt als Leser hier ein solch wunderbares Gefühl für diese Zeit, oder auch ein schauderhaftes Gefühl für diese Zeit, in der alles so vertraut und doch so fremd war, wenn man möchte. Und in diesem Band, man kann hier wirklich nicht allzu viel spoilern, ohne die Story kaputt zu machen, weil ihr kennt mich, ich laber gerne, ich würde gerne sehr, sehr viel erzählen, aber das ist tatsächlich einer dieser Bände, über die man wirklich nicht so viel sagen darf. Also wir haben hier drei Protagonisten, die aus wirklich sehr, sehr unterschiedlichen Gesellschaftsschichten kommen. Wir haben hier beispielsweise einmal die Alice. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Charakter. Das ist eine junge Frau aus einem relativ wohlhabenden Haus. Und das ist die erste Frau in Paris, die Medizin studiert und auch Ärztin werden will. Und dann haben wir noch einen der Hauptcharaktere, Jean, der könnte nicht unterschiedlicher sein. Das ist mehr oder weniger so ein kleiner Krimineller oder Ganove, so scheint es zumindest. Er wurde zumindest kriminalisiert, sollte eigentlich zum Militärdienst eingezogen werden und in die Staaten geschickt werden. Nur diesem Militärdienst hat Jean sich entzogen und versucht, mit Hilfe seiner etwas halbseidenen Freunde Paris heimlich zu verlassen mit gefälschten Papieren. Und
Als drittes im Bunde haben wir einen weiteren komplett anderen Charakter, und zwar den Monsignore Shell. Und das ist eigentlich eine Kombi, wo man denkt, das kann gar nicht zusammengehen. Wie will man denn da irgendwelche Storys oder Storyfäden miteinander verknüpfen? Und da kommt uns die Zeit an sich zu Hilfe. Und zwar 1909, 1910 ist Paris einmal wirklich extremst überflutet worden. Und in diesen ja, Wirren der Flut, des Regens, des Chaos, was dadurch entstanden ist, der Volksaufstände, die sich hier ergeben, weil die Pariser Bevölkerung tatsächlich unter einer Nahrungsknappheit gelitten hat, begegnen sich diese drei Charaktere ungewollt. Das heißt, die Alice, diese junge, aufstrebende Ärztin, die ich euch gerade genannt habe, ja, begegnet dem halbseidenen Verbrecher Jean zufällig in einer Kneipe, wird zusammen mit ihm in eine Schlägerei verwickelt, in der der Jean wirklich sehr ja, schwer am Kopf bzw. Auge verletzt wird. Und die Alice ist halt ebenso mit so einem Ärztegen gesegnet. Das heißt, sie schnappt sich den Jean, und dadurch, dass er nicht ins Krankenhaus kann, nimmt sie ihn mit nach Hause in ihre tolle Villa und will ihn dort verarzten lassen. Von ihrem Vater allerdings, weil der ja schon ein ausgebildeter Mediziner ist. Und ja, ihr Vater hat aber zu dieser Zeit einen gewissen anderen Patienten, der nicht gesehen werden darf. Und so muss halt eben der Jean noch etwas warten. Und während er wartet, ja, geschieht natürlich das Unvermeidliche. Er schnappt sich das Familiensilber und noch etliche andere Gegenstände, versteckt sich im Keller des Hauses. Und die Familie denkt halt eben, er wäre schon gegangen. Der Diebstahl wird erstmal gar nicht bemerkt. Und aufgrund dieser Flutwirren muss die Familie der Alice abreisen und will sich in Sicherheit bringen. Alice beschließt aber, in Paris zu bleiben, weil ihre Prüfungen bevorstehen und sie unbedingt Ärztin werden will. Und das war halt eben ein Fehler von der Alice, weil der Jean, der sich im Keller der Villa versteckt hat, entführt im weiteren Verlauf die Alice, und daraus ergeben sich wirklich sehr, sehr dramatische Ereignisse. Und dieser Monsignor Schell, den ich euch noch erwähnt habe, seines Zeichens ein führendes Kirchenoberhaupt, spielt auch noch in diese ganze Sache hinein. Den lernen sie aber erst später durch gewisse Umstände kennen. Ich kann nur so viel sagen: Der Monsignor Schell leidet unter einer gewissen Krankheit, die wirklich noch ganz spannende Aspekte in diesen Band bringt. Und an diesem Punkt würde ich euch gerne mehr erzählen, weil das wirklich eine sehr, sehr, sehr tolle Geschichte ist. Aber ich darf einfach nicht mehr erzählen, ne? Weil sonst würde ich euch das komplett kaputt machen. Deshalb zeige ich euch jetzt so ein paar Sachen aus dem fantastischen Inhalt, weil das ist wirklich ein grandioser, herausragender Comicband, der definitiv nicht in der Masse der Comics untergehen sollte. Was ich besonders schön finde, ist dieser Zeitbezug, der sich schon auf den Vorsatzseiten hier beispielsweise zeigt. Das finde ich ganz, ganz toll gemacht, weil diese Vorsatzseiten, die sind aus ganz vielen verschiedenen Zeitungsannoncen, Werbeanzeigen der damaligen Zeit zusammengesetzt worden. Also da ist sich wirklich große Mühe gegeben worden. Ist ein ganz, ganz toller Einfall, sowas als Vorsatzseiten zu machen. Und worauf ich noch zu sprechen kommen wollte, der Band heißt ja Sequana, und ich werde definitiv nicht spoilern, warum dieser Band Sequana heißt. Das wird im Comic an sich auch noch erklärt. Ihr könnt das Ganze aber auch googeln. Und das ist wirklich ebenfalls ein toller Einfall, allein schon für den Titel, weil der ist auch nicht einfach aufs Geratewohl
gewählt, weil der vielleicht gut klingt oder sonst irgendwas. Der hat schon eine ganz, ganz wichtige zentrale Bedeutung, weil wir müssen uns überlegen, 1909, 1910, die gewaltige Seine tritt über die Ufer. Und in diesem Band ist das so clever gelöst, dass der Fluss an sich in Teilen eine Stimme bekommt. Das heißt, wir hören teilweise die Gedanken des Flusses an sich, was der mit der Stadt, mit den Menschen und so weiter verbindet. Und das finde ich wirklich grandios gemacht, dass man hin und wieder mal so eine erzählerische Stimme aus dem Off hier zu hören bekommt. Und ich finde, dieser Band ist einfach nur grandios gezeichnet. Also die ersten Szenerien, die wir hier zu sehen bekommen, sind in entsprechenden Längspanelen gehalten, was schon mal sehr, sehr untypisch ist. Und wir haben hier immer diese schwarzen Textkästen und das ist die erzählerische Stimme aus dem Off. Und das ist wirklich grandios gemacht. Zwischendurch haben wir immer mal wieder so kleinere Einstreuungen von Karten oder angedeuteten Fotos auf diesen Längspanelen. Und ich kann nur so viel sagen, das ist wirklich eine äußerst gelungene Einleitung, die den Leser wirklich wunderschön in diesen Stoff einbringt. Ansonsten von der Zeichen, Entschuldigung, von der Zeichentechnik her haben wir wunderschöne Aquarelle und ich finde auch gut, dass Aquarell hier gewählt worden ist, weil Aquarell zu dieser, ja, zu dieser nassen Stimmung, zu dieser überfluteten Szenerie eigentlich am besten passt und das finde ich wirklich ganz großartig. Wir haben hier ein tolles Lettering, wir haben teilweise eine sehr aufgebrochene Panelstruktur, die wirklich ganz große Freude macht. Also das Auge bekommt hier wirklich einiges geboten, aber das Auge wird auch nicht überflutet von diesen herausragenden Bildeigenschaften, die man hier teilweise bringt. Also wir haben auch ein normales Panelgeschehen in Anführungsstrichen und das ist wirklich eine sehr, sehr gelungene, großartige Mixtur, die uns hier präsentiert wird. Vor allen Dingen, wir haben hier solch ein Sittengemälde, solch ein Zeitgemälde, weil gerade die Zeit um 1910 in Paris spielen natürlich noch viele andere Faktoren hinein. Wir werden hier noch einiges über verschiedenste Straßenbanden erfahren, die in Paris aktiv waren, die auch wirklich sehr, sehr die Zeit und das Zeitgeschehen in Frankreich damals teilweise bis in unsere heutige Zeit geprägt haben. Also ich sage nur die Bande der Apachen, der sogenannten Apachen beispielsweise. All das wird hier thematisiert am Rande. Also das ist wirklich ein großer, großer Schmelztiegel, der durch diese Flut noch einmal durcheinander gewirbelt und zusammengespült wird. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Also wir haben hier wirklich eine einzige große Suppe, in der verschiedenste Kulturen, verschiedenste Ethnien, verschiedenste politische Ansichten aufeinandertreffen. Und das ist wirklich eine ganz heftige Sache. Sowas muss man erstmal schreiben und komponieren können. Also ich habe zwischendurch schon gesagt, ja, wenn das mal nicht schief geht, ne, ob der Autor, ob der Zeichner, ob die nicht einfach viel zu viel wollen und am Ende doch vielleicht nicht erreichen, aber ich kann nur so viel sagen, sie haben es am Ende erreicht und sie haben es bis zu den allerletzten Seiten des Anhangs hinausgezögert, aber grandiose Kunst, sie haben es wirklich geschafft. Also wenn ich mir hier diese Entführungsszene beispielsweise angucke, die Alice ist in dieser Szene von dem Jean entführt worden und hockt halt eben mit den Kumpanen im Keller und muss dort ausharren. Ich finde, das sind einfach Sachen, die sind grandios umgesetzt worden, ne? Oder
Sowas hier beispielsweise, das ist so eine alte römische Szenerie, auf die ich jetzt nicht eingehe. Da wollte ich euch einfach nur das Bild ganz gerne einmal zeigen. Oder wir haben ja auch ganz viele verschiedene Farbwechsel beispielsweise, also nicht Stilwechsel. Hier wird teilweise auch schön mit Farbe gespielt. Wir haben ja eine weitere Fluchtszenerie, wo der Jean mit der Alice durch die Kanalisation, durch die überschwemmte Kanalisation von Paris fliehen muss. Und das ist mit so einem finsteren Gelb-Schwarz beispielsweise gelöst worden. Also eine ebenfalls grandiose Szenerie, die uns hier gezeigt wird. Also ich kann nur sagen, also dieser Band bietet wirklich vielfältigste Kunst, an der man sich nicht satt sehen kann. An der man wirklich teilweise sehr, sehr, sehr lange hängen bleiben kann, genießen kann, sich anschauen kann. Also das ist wirklich äußerst, äußerst großartig gemacht. Und was ich besonders schön finde, danach werde ich die Besprechung von Sequana auch beenden, das ist auf jeden Fall der Anhang, der hier gebracht worden ist. Und der Anhang, selbst der ist noch mal besonders für den Leser gestaltet, weil es ist natürlich nicht jeder von uns irgendwie geschichtlich bewandert. Also als ich diesen Band gelesen habe, hab mir natürlich auch noch einige Sachen gefehlt, und dieser Anhang, der ist gestaltet wie so eine Art altertümliche Zeitung. Und diese Zeitung stammt vom Samstag, dem 29. Januar 1910, und behandelt die Flut. Und ich finde, das ist wirklich grandios aufgemacht für einen Anhang. Und diese Zeitschrift, die ist so gestaltet, dass wir hier als Leser tatsächliche historische Fakten präsentiert bekommen. Also die Personen in dieser Geschichte sind natürlich fiktiv. Ich finde auch gut, dass es fiktiv gehalten worden ist. Dadurch tritt man auch niemanden auf die Schuhe und kriegt wirklich ein gutes Zeitporträt präsentiert, das allerdings wirklich sehr realistisch ist. So hätte es auch sein können. In dieser Zeitschrift am Ende bekommen wir allerdings tatsächliche Fakten präsentiert, tatsächliche Personen, tatsächliche Fakten. Und das finde ich total spannend, total super gemacht, ne? Wenn ich mir diesen oberen Zeitungsausschnitt hier beispielsweise anschaue, da geht es beispielsweise um den Halleyschen Kometen, und das ist total heftig, weil wenn man sich das mal vor Augen hält, weil diese Zeit, die ist ja noch nicht so lange her, aber wenn man sich mal vor Augen hält, was die Leute damals für Gedanken im Kopf hatten, ne? Dass die wirklich dachten, wenn der Plan, dieser Schweif des Kometen unsere Erde trifft, dass wir dann alle mit Giftgas geflutet werden, weil es angeblich starke Gifte im Inneren des Halleyschen Kometen gibt und so weiter. Also die Leute hatten damals schon sehr merkwürdige, sehr heftige Ängste, und die sind auch wirklich nachvollziehbar, ne? Und das geht natürlich hier auch entsprechend weiter. Also wir kriegen eine sehr, sehr, sehr schöne zeitliche Einordnung hier als Leser geboten. Und zudem nochmal so eine Übersicht über die berühmten Persönlichkeiten, die in der Zeit von 1910 gelebt haben. Und diese Persönlichkeiten, das finde ich besonders dargestellt, und das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz sehenswerte Sache, die wir haben. Also bei diesem Nachtrag, bei diesem Anhang ist sich wirklich sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben worden und rundet den Band extrem gut ab. Also Sequana ist eine ganz, ganz heftige Empfehlung. Jeder, der so ein bisschen Historien interessiert ist, wobei es hier natürlich nicht nur um Historie geht. Hier geht es schon noch um ganz andere Sachen, auch mit, die auch extremst wichtig sind. Sei dieser Band Sequana wirklich dringend, dringend empfohlen. Ja, ansonsten, was ich jetzt für euch nochmal gelesen habe, was ich wirklich extremst genial finde, ist ein ganz besonderer Band aus dem Schreiber- und Leserverlag.
Den hatte ich auf meinem alten Kanal damals schon einmal angerissen und ich finde, das ist irgendwie ein Band, der auch zu wenig besprochen wird, der zu wenig auftaucht und ich möchte diesen Band einfach nochmal in Erinnerung halten. Und zwar haben wir im Schreiber- und Leserverlag, die machen ja teilweise recht gute Krimis, teilweise auch etwas weniger gute Krimis, aber sie haben in ihrem Programm einen mysteriösen Krimiband, der wirklich herausragend ist. Und ich kann euch sagen, ich habe in der letzten Zeit sehr, sehr viele Krimis gelesen, ob das jetzt Ich der Verrückte, Ich der Mörder oder sonst irgendetwas war. Die haben mich alle wirklich gut unterhalten und gut befriedigt, aber es gibt ein Werk, das ist herausragend und das ist großartig, so viel kann ich nur sagen. Und das Teil ist bis jetzt der beste Krimi, den ich gelesen habe. Der ist unfassbar gut und flüssig geschrieben, der ist unfassbar gut gezeichnet und eine derartig intelligente dreiteilige Story habe ich seltenst gesehen. Und das hier ist das Kronjuwel im Schreiber- und Leserverlag. So viel kann ich euch nur dazu sagen. Also das Ganze ist von dem Tomé und Ralf Meyer geschrieben und gezeichnet worden. Ralf Meyer hat natürlich gezeichnet, Tomé hat geschrieben. Tomé ist ja leider mittlerweile auch verstorben, was ich wirklich äußerst schade finde, weil ich hätte jetzt noch Bock auf mehr dieser Werke gehabt und Tomé war wirklich ein großer und wichtiger und naja, sei es drum, Sleep Little Baby, einer der wichtigsten, einer der besten Krimis, die wir haben. Vom Inhalt her möchte ich nicht allzu viel spoilern. Wir haben hier einen Taxifahrer namens Joe und dieser Joe, ja, der ist eigentlich so ein, ja, Unsympath, könnte man fast sagen. Also am Anfang des Bandes, wenn man so die ersten Seiten liest, dann kommt der so ein bisschen wie so ein John Constantine rüber. So kann man sich das vorstellen. Also im zerknitterten Trenchcoat trägt grundsätzlich eine Sonnenbrille, auch geschuldet der Tatsache, er arbeitet nur nachts. Er hat angeblich eine Neonlichtallergie, wie auch immer. Also immer relativ ruhig, immer merkwürdige Sprüche auf Lager. Also wirklich so der coole, harte Ami-Typ, der als Taxifahrer in der New Yorker Großstadt arbeitet. Allerdings hat der gute Joe ein Problem. Er hat ein Problem mit seinem Herzen. Das heißt, er hat zwischendurch immer mal wieder Schmerzen in der Brust. Er ist natürlich auch Kettenraucher. Wie soll es anders sein? Und aufgrund dieses Problems sucht er seinen guten Freund in Anführungsstrichen Arthur auf. Und Arthur ist ein recht begabter Mediziner, der checkt ihn hin und wieder durch, der gibt ihm natürlich auch Tipps und so weiter. Und diese beiden scheint eine merkwürdige Freundschaft zu verbinden. So, und die dritte im Bunde, die wir hier kennenlernen, das ist die Frau von Joe. Und die Frau von Joe, das ist die gute Martha. Und naja, Martha, die hat ein kleines Handicap. Martha sitzt nämlich im Rollstuhl und Joe muss sie quasi pflegen. Das heißt, Treppe rauf, Treppe runter, Essen machen, etc. etc. Und nebenbei arbeitet der Joe natürlich nachts auch noch. Und das ist eine Sache, die zerrt so ein bisschen an den Nerven. Und zudem muss man sagen, dass Martha und Joe sich nicht besonders gut verstehen. Die beiden hassen sich aus irgendeinem Grund wirklich regelrecht. Und beide Charaktere kommen wirklich im Laufe der Story immer unsympathischer rüber, weil diese beiden, dieses Ehepaar, gemeinsame Mordfantasien hat. Was heißt gemeinsame Mordfantasien? Jeder hat seine Mordfantasien, wie er den anderen am besten um die Ecke bringen könnte. Und das ist wirklich so eine enorme Spannung, die hier aufgebaut wird.
Weil zwischendurch erkennt man bei Joe so Tendenzen, dass er vielleicht hin und wieder nochmal mit Martha reden möchte, aber Martha ist aus irgendeinem Grund ein absolutes fieses Missstück, die wirklich den Joe an sich kettet. Und ja, man denkt als Leser am Anfang so, ja, man kann das wirklich verstehen, dass die so einen Hass aufeinander haben und so weiter und so fort. Aber irgendwann werden diese Mordpläne reale Pläne. Und an diesem Punkt möchte ich nicht weiter spoilern. So, aber als wenn das nicht genug wäre, das würde ja schon für eine Story, eine wirklich packende Story reichen, wenn sie denn gut umgesetzt wäre. Nein, damit begnügen sich Autor und Zeichner überhaupt nicht. Sie bringen stattdessen noch eine dritte Komponente hier rein, und zwar eine dritte Komponente, mit der man als Leser überhaupt nicht rechnet und wo man als Leser sagen kann, ich kann das gar nicht einordnen, weil die bringen nämlich plötzlich noch einen gewissen Mr. Dillon hier ein. Und dieser Dillon, das ist ein Indianer. Und wir wissen als Leser gar nicht, wie passt der denn in dieses Werk hinein. Und da kann ich euch nur sagen, das wird sich aufklären, das wird sich zeigen. Und das ist eine Sache, die lässt euch schaudern, die zieht euch die Schuhe aus. Und ich kann nur so viel sagen. Also man denkt hin und wieder, man weiß, in welche Richtung das geht. Man weiß auch, wie das enden wird. Aber nee, nee, man wird komplett aus der Bahn geworfen, weil das Teil endet zum Schluss anders, als man als Leser erwartet. Und ich zeige euch jetzt mal ein paar Sachen aus dem Inhalt. Weil ich finde, dieses Teil, das ist auch so unfassbar intelligent, fast filmisch aufgebaut. Also das sucht wirklich seinesgleichen. Also das ist wirklich ein äußerst intelligenter, bahnbrechender Krimi, der wirklich einen ganz tollen, mysteriösen Touch noch bekommt, über den sich sogar ein Jodorowsky gefreut hätte. Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, ich weiß, aber wenn ihr diesen Band seht, wisst ihr, auf welche Elemente ich anspiele, was ich meine. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Zudem zum künstlerischen, zum rein künstlerischen Aufbau muss man sagen, hier wird primär mit der Farbe Schwarz gespielt, was ich persönlich ja sehr toll finde, quasi als Seitenuntergrund. Ansonsten haben wir die Farbe Gelb, die sehr im Vordergrund steht, und halt eben verschiedenste Sepia- und Grautöne. Also es ist wirklich allein schon von der Farb- und Zeichenkomposition eine ganz herausragende Sache. Und warum dieser Band Sleep Little Baby heißt, das wird selbstverständlich auch erklärt. Also ihr bleibt als Leser nicht irgendwo im Regen stehen, und hier wird sich nicht in Geschwurbel verloren. Hier wird wirklich alles erklärt. Hier werden alle Geheimnisse gelüftet. So viel kann ich schon mal sagen. Und das ist wirklich eine großartige Sache. So, das Ganze ist, wie gesagt, in drei Kapitel eingeteilt. Und ich finde schon allein diese Vorsatzblätter der einzelnen Kapitel, finde ich wirklich genial. Wir befinden uns zwar in New York, in einer reinen Taxifahrer-Vorstadtszenerie, wenn wir so wollen, aber diese Titelblätter, die wir hier präsentiert kommen, die haben komischerweise immer so einen merkwürdigen Western-Touch, und das finde ich wirklich großartig. Wenn wir uns hier das erste Kapitelblatt angucken, das Herz des Taxifahrers, da denke ich an einen Western, da denke ich nicht an New York und an einen Taxifahrer. Das ist wirklich kurios und besonders gemacht. Und ich sag euch nur, die Farben in diesem Band, die sind so genial eingesetzt, weil diese ganzen Panels, die wir haben, die sind alle auf einem komplett schwarzen Seitenuntergrund gehalten. Und hier wird die Farbe Gelb beispielsweise so toll eingesetzt, weil was fällt uns bei Gelb und New York ein? Natürlich die Taxis. Und die sind so herausragend toll gezeichnet in diesem Band und in Szene gesetzt. Also das macht wirklich von der ersten bis zur letzten Seite, macht das wirklich großen Spaß. Vor allen Dingen, dass hier diese karierten Taxistreifen
eingesetzt werden, um halt eben diese New Yorker Szenerie, dieses New Yorker Panel zu unterstützen, finde ich ebenfalls künstlerisch allein schon wirklich äußerst, äußerst toll. Und das ist wirklich eine großartige Sache, ne? Und dabei sind wir noch nicht einmal beim Wichtigsten, ne? Also schaut euch diese Szenerie an. Das ist wirklich ganz großartig. Ich weiß nicht, ich halte euch das jetzt mal so ein bisschen in die Kamera. Also das hier ist beispielsweise der Joe, der Taxifahrer. Ich hoffe, ihr könnt das so halbwegs sehen. Und hier unten bekommt ihr schon mal einen Blick von seiner Frau Martha hier beispielsweise. Und was hier besonders ist, das ist diese Erzählweise des Bandes, die einen sofort in den Bann schlägt als Leser, weil ich finde, das ist vom Lettering her, ist das so durchdacht, so toll gemacht. Also ich muss das wirklich mal hervorheben, weil ihr seht hier beispielsweise diese Textkästen, die wir hier sehen. Und diese Textkästen, die sehen immer so aus wie so herausgerissene Seiten aus einem Notizbuch. Und das hat auch tatsächlich Sinn, weil dieser Joe tatsächlich gewisse Notizbücher schreibt, in denen er seine Mordfantasien gegenüber seiner Frau hinterlegt. Und das ist wirklich ganz, ganz große Kunst. Und ich kann euch nur sagen, das ist hart geschrieben, das ist ehrlich geschrieben und das hat so einen wundervollen Lesefluss. Also es ist nicht abgehakt oder sonst irgendwas. Man ist in der Story permanent drin, weil es so geil und flüssig geschrieben ist. Also das ist große Kunst. Das macht wirklich unfassbar viel Spaß. Und wie gesagt, der Zeichenstil, der Farbstil, der passt sich wirklich auf wundervollste Art und Weise den jeweiligen Situationen an. Also das ist wirklich grandiose Kunst. Ich persönlich habe noch nie einen besseren Krimi gelesen, zumindest als Krimi-Einzelband. Und mir passiert das äußerst, äußerst selten. Aber hier gab es wirklich Szenen, wo ich da gesessen habe und musste lachen und musste sagen, ja, geil, geil, ne? Und ihr kennt diese Situation vielleicht, ne? Und das passiert mir echt total selten, ne? Und das hat mich abgeholt. Das hat mich wirklich fertig gemacht. Das ist eine total geile Sache. So, jetzt kommen wir zum zweiten Kapitel. Die Beine der Tänzerin, ne? Also, genial, ne? Kapitel echt genial. Und vor allen Dingen, was ich eben meinte, dieses Szenische, dieses Filmische, was wir hier drin haben. Das erste Kapitel wird quasi komplett aus der Sicht von Joe erzählt. So, wir haben hier seine Tagebucheinträge, die wir gewohnt sind und so weiter und so fort. Also einmal komplett die Sichtweise von Joe. So, und in diesem zweiten Kapitel, was ich euch gezeigt habe, da sehen wir diese ganze Szenerie, fast dieselbe Szenerie, nochmal aus dem Blickwinkel von Martha. Und an diesem Punkt denken wir schon, ey Leute, was läuft bei euch eigentlich schief? Ne? Das ist so heftig, ne? Also wie gesagt, dieser Szenenwechsel, ne? Also man schaut quasi noch einmal um die Ecke. Und ich kann euch nur sagen, im dritten Kapitel, was wir hier haben, da laufen alle Fäden zusammen und man schlägt als Leser nur noch die Hände über dem Kopf zusammen und denkt, ach du Scheiße, ach du große Scheiße. Also was anderes denkt man als Leser einfach nicht mehr. Und das ist eine geniale Sache. Man bekommt in dieser Rückblende im zweiten Kapitel schon so eine leichte Ahnung, was sein könnte. Aber das Gesamtbild, das erschlägt euch, ne? Ich finde auch immer die Einfälle finde ich hier besonders toll. Wir haben hier beispielsweise diese Tempoanzeige von einem Auto, die uns hier eingeblendet wird, die immer schneller und schneller wird. Ich finde, sowas sind einfach grandiose Einfälle, auch wie hier mit den Farben gespielt wird, ne? Auch diese ganzen Gesichter, die Personen, die Charaktere, das ist alles so emotional und nachvollziehbar gezeichnet. Also die Leute sind wirklich lebendig. Wir haben hier keine Poster, Abziehbilder, sonst irgendwas. Also es ist lebendig, nachvollziehbar gezeichnet und man hat Bock, dieses Teil von Anfang bis Ende in einem Rutsch durchzulesen. Und wie gesagt,
diese szenischen Elemente, mit denen hier gearbeitet wird. Also man denkt wirklich, man hätte einen Comic gewordenen Film vor sich. Und das ist wirklich äußerst, äußerst große, große Kunst, die hier geleistet wird. Und die Verwicklung, die wir hier zwischendurch haben. Es ist zwar eine recht geradlinige Story, muss man ganz klar sagen, aber diese kleinen Seitenhiebe, diese Verwicklung, die es hinter den Kulissen gibt, die wir im ersten Kapitel noch nicht wissen konnten, weil wir nur die Sichtweise von Joe hatten, was hier im Weiteren aufgedeckt wird, also das zieht einen die Schuhe aus und macht einen wirklich fertig. Das ist eine ganz, ganz, ganz heftige Sache. So, und dann kommen wir nach der Ansicht von Martha, wo man sich fragt, ja, was soll jetzt noch kommen? Kommen wir zum dritten Kapitel. Und das dritte Kapitel nennt sich Die Erinnerungen eines Indianers. Und da denkt man so als Leser, ja, wollt ihr mich jetzt verkaspern? Was wollt ihr jetzt noch mit einem Indianer in dieser Story? Wie soll das denn da reinpassen? Aber zu eurer Beruhigung, es passt. Es passt extremst gut hier rein und gerade das dritte Kapitel, das macht euch fertig, das zieht euch die Schuhe aus und das ist wirklich ganz, ganz herausragendes, großes, großes Kino, was hier gezeigt wird. Und ich kann nur sagen, ich persönlich, auch wenn ich mich vielleicht weit aus dem Fenster Lena hatte gewisse Jodorowsky-Vibes und das will ja etwas heißen. Von daher werde ich jetzt definitiv meine Klappe halten, nicht weiter spoilern. Ich finde, ich habe mich sowieso gut geschlagen, gerade bei diesem Band und habe euch trotz meines emotionalen Redeschwalls recht wenig bis gar nichts verraten. Und das finde ich persönlich sehr schön. Ja, kommen wir zum Ende und auch das Ende in diesem Band. Ne? Ich würde gern mal was Negatives sagen, kann ich aber nicht. Und also selbst das Ende dieses Bandes, diesen Anhang, haben die so unfassbar gut gemacht. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen und aufhören soll. Das Ende ist im Endeffekt nochmal eine Sammlung von verschiedenen Covern beispielsweise. So kann man das einfach nehmen. Aber irgendwie scheint die Story im Anhang noch weiter nachzuhallen, noch weiter fortzuleben. Also wir haben hier plötzlich noch so Sätze von dem Arthur, also dem Arzt von dem Joe oder Sätze von dem Dylan oder von der Martha und das ist so interessant komponiert beispielsweise, ne? Und zudem auch noch diese wundervollen Illustrationen, die uns hier weiter mit auf den Weg gegeben werden. Also das ist wirklich ganz, ganz große Kunst und dadurch wird der Band so enorm abgerundet. Also ich weiß nicht, also ich bin schlichtweg begeistert von diesem Teil Sleep Little Baby. Ich denke mal, einige von euch werden das mit Sicherheit schon im Regal stehen haben. Aber ich finde, das ist ein Werk, das ist irgendwie so bei den Comic-Besprechungen absolut unterrepräsentiert. Und ich wollte das einfach mal für Neueinsteiger, Neuleser, neue Zuschauer, wollte ich das einfach nochmal ins Gedächtnis rufen, weil ich finde, das ist ganz große Krimi-Literatur, Krimi-Comic-Literatur, die meines Erachtens nicht in Vergessenheit geraten darf, die nicht einfach so sang- und klanglos als Unterhaltungsliteratur verschwinden darf, weil ich finde, dieses Werk ist wirklich mehr als das und von daher wollte ich es nochmal gerne in Erinnerung rufen. Ja, ansonsten bin ich mit meinem Redeschwall, mit meiner Predigt für heute durch und freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Schreibt mir gerne in die Kommentare, habt ihr was davon gelesen? Habt ihr vielleicht ähnliche Werke gelesen, die in diese Richtung gehen oder gerade auf dem Krimi-Sektor? Da gibt es ja sehr viel Schlechtes und sehr wenig Gutes und wäre schön, wenn man sich da vielleicht mal austauschen
könnte über eure Erfahrungen oder vielleicht generell, was machen Comics mit ein, welche Comicwerke lese ich, lasse ich manche Comicwerke stehen und lese sie besser nicht, weil sie zu nah an mich rankommen, weil diese Momente gibt es ja mit Sicherheit auch. Und wie gesagt, ich freue mich sehr auf eure Kommentare und ja, von daher war es das. Genießt den restlichen Sonntag. Ich bin raus, meine Lieben. Tschüss. Menage, 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 das kommt, 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 das kommt,